Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5 Gods and Kings. Wir sind Pachacutec von den Inkas und erwehren uns gegen Harald Blauzahn von den Dänen. Und ja, das mehr oder minder erfolgreich. Du müsstest doch genau mit ihm tauschen können. Du bringst dich in Sicherheit. Und zwar, yeah. Ne? Was? Was? Mit ihm tauschen? Geh doch. Und? Oh. Angreifen? Aber dann bist du ja von beiden angreifbar nächste Runde. Ja, aber dann zerstörst du ihn halb und setzt ein Zeichen. Da müsstest du doch auch in der Lage sein. Du kannst auch angreifen. Und du kannst ihn sogar zerstören. Ja, nice. Nein, du kannst ihn natürlich nicht zerstören. Was denke ich mir? Ja. Der große General bleibt hier. Da bleibt. Ja, da bleibt er. Kannst du noch was machen? Du. Ja, ja, pass auf. Du kannst hier ihn fast zerstören. Ja, sehr gut. Eins nach dem anderen. Universität. Ja, da war ich schon lange drauf. Einheit befördern. Nö, dann nehme ich dann lieber doch den Schock. Oder nee, auch die Heilung, denn wir sind ja ständig angeschlagen. Da ist es besser, wenn du mal für deine Nachbarn sorgst. So, dann bin ich mal gespannt, was sie ja machen wollen. Plus 50, er hat diese Vorteile genommen. Wurde er überhaupt angegriffen? Ah ja, er hat ja nur noch einen Punkt gehabt. Klaro. Wenigstens. Ah, kannst du auch die Sofortheilung nehmen? Nimmst du aber gar nicht. Du nimmst, jetzt hast du offenes Gelände. Jetzt brauche ich einmal unwegsames Gelände, hast du offenes Geländefeld. Ich weiß so genau, wie das läuft. Ich greife an und gewinne nicht. Nee, dann nehme ich unwegsames Gelände und gehe auf Nummer sicher. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Roskilde. Oh, hier ist auch ein leichtes Opfer. Die hier sind so angeschlagen, die können mir nichts anhaben. Du hast alle Vorbildungshunde gebraucht. Dann gehst du eins vor, gehst in Stellung, bombardierst ihn. Und hast ihn hoffentlich so weit geschwächt, dass du jetzt ihm den Rest geben kannst. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Oh, geschafft, sehr schön. Ja, gehst wieder zurück, damit du nicht von der Stadt angegriffen wirst. Du gehst auch zurück, damit du nicht von der Stadt angegriffen wirst. Du greifst den Bogenschützen an. Am letzten Eck der Welt, tatsächlich. Nur ein Punkt verloren. Und deine Aufgabe wird es sein, hier hinzugehen, um zu sehen, was es dort so alles gibt. Heilen. Bist du ein Heiler? Ja, bist du. Und dann kannst du hier auch heilen. Und du bist wo, gut aufgehoben. Du bist da, du stehst da gut, wo du stehst. Ja. Gehst hier hin und machst ihm mal Angst. Nee, du stehst da wirklich sehr gut. So, gibt es nicht noch Einheiten, die wir hier haben? Nee. Wunderbar. Ein sauberes. Oh, die staatliche Hochschule, endlich. Schrein, Amphitheater. Wir brauchen noch irgendwas. Was brauchen wir für die Eisenhütte? Eine Werkstatt. Ah ja, in der anderen Stadt, okay. Nee, dann bauen wir eine Münzanstalt. Du hast hier Gold? Okay. Oder das Amphitheater für mehr Kultur. Oder die Universität für mehr Wissenschaft. Alles gut. Die Kaserne ist natürlich. Brauchen wir die Kaserne? Warte mal. Müssten wir nicht in der Lage sein, das Heldenepos zu bauen, wenn wir noch zwei Kasernen bauen? Was baust du eigentlich gerade? Ah, die Universität. Ja, das passt da. Ja, bau die Kaserne. Vielleicht bauen wir doch noch irgendwann das Heldenepos. Hier oben, ach, der gehört tatsächlich zu uns. Ah ja, weil er alles seine Vorbereitungspunkte aufgebraucht hat, um diesen einen. Er hat überlebt und überlebt es auch weiterhin. Haha, nice. Ja, jetzt weiß mal Blauzahn, wie das so ist. Kurz vor dem Ziel zu stehen und dann doch zu verlieren. Du
kannst tatsächlich ihn hier angreifen. Übers Meer schießt er seine Pfeile und gewinnt. Dann... Steht er hier jetzt nicht mehr so sicher, wie er eigentlich sollte. Okay, lass mich überlegen. Oh, warum bekommen wir jetzt nicht die Sofortheilung angeboten? Ins Wasser mit dir. Ja. Sicher ist sicher. Okay, lass mich überlegen. Greifen wir ihn oder ihn an? Ihn können wir mit den beiden, ihn können wir mit den dreien, ihn können wir mit den dreien. Ah, der stellt sich doch immer so passend hin. Ja, ist er auch noch im Spiel. Ich würde sagen, wir ziehen uns hier zurück und greifen ihn an. Aber mit ihr so und... so und ja. Genau. Da wollen wir nichts erzwingen. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher. Und hauen ihm wieder so Dollar 1 drauf, dass er Angst bekommt und hoffentlich nächste Runde sich dann zurückzieht. Oder die Sofortheilung nimmt, aber selbst das bringt ihm nichts. Bevor ich hier die staatliche Hochschule baue, würde ich gerne gucken, wie es denn um meine Wissenschaft in den verschiedenen Städten bestellt ist. Dazu gehe ich hier auf die Stadtliste, gehe auf die Wirtschaftsübersicht und sehe, dass in Cusco die meiste Wissenschaft vorhanden ist. Deswegen werde ich mir das für Cusco aufheben. In Tiwanaku können wir dafür aber eine Universität bauen, die auch zur Wissenschaft beiträgt. Tatsächlich würde ich sagen, dass der große General hier hingeht und du dich auch zurückziehst. Genau, dann können wir die Zitadelle endlich mal Zitadelle spielen lassen. Und die Einheiten nächste Runde 30 Trefferpunkte Verlust einsacken lassen, dass sie sich hier aufhalten um die Zitadelle herum. Und hier verlieren wir sogar nicht mal unsere Einheit, obwohl die es sich so präsentiert. Ah, und er... Er ist auch tot. Nice. Einmal, ja. Du kannst wieder... Ihn oder ihn angreifen? Ich würde sagen, ihn. Folgt er uns? Für dich braucht man einen Landeplatz. Das ist kein Problem. Ach. Tja, das war blöd, dass ich dich benutzt habe gerade. Das war blöd. Hier ist nämlich kein Platz mehr für nix. Kannst du hier hin? Ja. Und bist tot. Leider. Aber. Was? Du hast auch jetzt alles verloren? Warum? Weil du einen da entlang. So, aber du kannst doch mal jetzt in die Stadt. Nice. Ja, auch so schnell wie möglich an die Front. Ja, da kannst du nichts machen. Die stehen alle hier so, so ungünstig. Ungünstiger geht's kaum. Ja, bleib hier. Bevor wir dich aufgeben, geben wir lieber ihn auf. Ja. Die Steinische Hochschule, nein, aber eine Universität in Machu ist doch immer gut. Wie sieht es denn aus mit Frieden, Harald? Schau mal, wir sind schon so lange im Krieg. Willst du nicht langsam mal deinen Sturkopf ein bisschen ausschalten, ne? Das wird uns allen gut tun. Nö, machst du nicht. Befördern, da kriegst du den Schock. Bitte warten. Naja, wenigstens hat er den Lanciers noch einen guten Kampf geliefert. Forschungsabkommen. Wir haben so viel Geld für ein Forschungsabkommen. Annehmen. Forschung ist jetzt mein neues Steckenpferd. Wir verlieren die Kontrolle über Antwerpen. Haben aber genügend Geld, dass... What? Annie ist ja mal ein Verbündeten. Sind wir in der Bahnlage, wir wollen, dass ein Naturwunder entdeckt. Es gibt noch Naturwunder. Wo sollst du denn bitte geben? Viehtheater. Politik... Plus 15% bei der Ausbildung von Militäreinheiten. Ist okay. Stationierte Einheiten kosten keinen Unterhalt und Städte mit garnisonalen plus 50% Fernkampfstärke. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dann sparen wir Geld, bekommen Fernkampfstärke, da passt alles. Du greifst da an.
greifst auch da an. Er hat sich jetzt auf Lanciers und Anti-Reiteinheiten spezialisiert, was für mich bedeutet, dass ich jetzt vor allem Musketiere bauen sollte. Baue ich aber nicht. Aber ich werde hier noch ein bisschen... Oh, naja, egal. Kommst du... Nee, hier kommst du nicht hin, weil... Warum hier alles total blöd aussieht. Naja, kannst du doch komplett dich zurückziehen? Ja. Aber dann kannst du... Na, jetzt muss dieser arme Triebock... Diese Arme, der Arme, das arme Triebock da vor das Front spielen. Ne, wir können auch hier noch... jetzt will das aber wissen, glaube ich. Heilen. Hier stehst du gut. Heilen. Nächste Runde. Bring it on! Ja, er hat da kaum Fernkampfeinheiten. Das heißt, er muss sich nur gegen diese beiden erwehren. Das passt schon. Und in der nächsten Runde ziehen wir euch dann alle zurück und ich dorthin und dann passt das schon. Jupp. Unsere Umständigkeiten mit den Arabern sind unerträglich geworden. Da haben wir kein Interesse dran. Falls du das mitbekommen hast, wir haben selbst gerade einen Krieg zu führen und strugglen, damit wir alles, dass alles gut wird. Rio de Janeiro ist maritim, die interessieren mich ja weniger. Was mich mehr interessiert ist, wo ich hier wen angreifen kann. Dich zum Beispiel. Dann folgendes. Okay, das wird jetzt tricky. Wie weit kannst du zurück? Gar nicht. Wir müssten erst dich umbringen, damit du dich zurückziehen kannst. Um dich umzubringen, machen wir folgendes. Wir stellen dich hier hin. Lassen dich in Stellung gehen und bombardieren. Nice. Jetzt müsstest du durch die Straße nutzen können, um ganz weit wegzukommen. Passt. Du nutzt deine Nahkampfstärke, um hier zu fortifizieren. Und du heilst einfach auch mal. Du fortifizierst, du heilst. Wunderbar, sollen sie doch kommen. Eisenhütte oder staatliche Hochschule. Da ist mir die staatliche Hochschule lieber. Da können wir die Eisenhütte dann in Tiwanaku bauen. Hier gibt es auch noch dieses eine oder andere Werkstatt endlich. Jetzt müssen wir doch aber alles zusammen haben. Die Kaserne noch, damit das Nationalepos gebaut werden kann. Und ja, genau. Genau, die staatliche Hochschule können wir jetzt bauen, weil dort alles fertig ist. Wunderbar. Naturwunder. Ich hätte noch gerne das eine oder andere Naturwunder entdeckt. Ha, sie ziehen sich zurück. Wir haben es auch mit einem songaischen Speer zu tun. Dann können wir hier auch fortifizieren. Aha. Triple. Einheit heilt, selbst wenn sie Aktionen ausführt. Oder aber... Nö, dann nimmst du gegen Städte. Das passt. Genau. Und Tiwanaku die Eisenhütte, wie geplant. So, und dann lassen wir mal ein bisschen hier jetzt Ruhe einkehren, würde ich sagen. Und nach 5 bis 10 Runden müsste dann doch selbst der sturköpfige Blauzahn einsehen, dass der Krieg hier keinen Sinn mehr hat. Wir gucken mal kurz vor und schnappen unseren großen General, Edgy Badge. Selbst wenn wir den Ritter dadurch verlieren sollten, das war's mir wert. Haha. Großen General einfach so stehen lassen. Ja, bekommst du jetzt trotzdem einen Bonus? Nee, den bekommst du natürlich nicht. Außer in Aarhus steht ein großer General. Aber sonst so ruhig. Er noch? Ja, passt. Das war mir der Ritter wert. Ja, 220, passt. Schieferturm von Pisa von Wilhelm vollendet. Deswegen wollte er ja auch hier mit uns, ne? Forschungsabkommen abschließen. Die Färöer, da schau her. Bekannt aus internationalen Fußballspielen. Du kannst nicht... Du kannst nicht angreifen. Okay. Nö, lass sie kommen. Wir lassen sie hier nicht rauslocken. Die Zeiten sind vorbei. Tue nichts. Tut alles nichts. Ja, er traut sich gar nicht hierher. Gut. Gut so.
Das kann ruhig so bleiben. Vielleicht sieht das jetzt schon ein. Nein, es sieht noch nicht ein. Dann warten wir einfach noch. Gar kein Problem. Ui, hier. Oh Gott, was hat er denn vor mit dieser riesen Armee hier? Wilhelm! Ja, lass uns zusammenarbeiten. Mit jemandem, der so eine Armee hat, arbeite ich gern zusammen. Punktetechnisch sind wir leider weiter hinten. Wir können einen Gegner angreifen, der schon geschwächt ist. Oh ne, da nehmen wir doch dann lieber eine Einheit, um ihn zu töten. Dann bekommt die Einheit nämlich noch Erfahrungspunkte. Und ich habe gerade gesehen, dass wir dich dann noch upgraden können. Wahrscheinlich zur Kanone. Das schauen wir gleich mal. Das Heldenepos in Machu. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ich glaube, mit F wie Fortify wacht er ja trotzdem auf, wenn was sein sollte. Antwerpen hätte gerne Zeug. Hätte ich auch gerne. Und, ja genau. Wir können dich zur Kanone upgraden, weil die Chemie gerade entdeckt wurde. Das bedeutet, als nächstes hätte ich gerne was? Der Dünger, um noch mehr Wachstum herbeizuführen. Dazu brauche ich aber erstmal wieder Zufriedenheit. Die Zufriedenheit bekomme ich durch Handel. Handel, wie zum Beispiel. Assalamu alaikum. Was willst du für einen Marmor haben? Ich habe gerade gesehen, dass der eine Stadtstadt gern hätte. Vorschlagen, ich gebe dir 300. Ich gebe dir 360. Boah. Ich gebe dir das Doppelte von dem, was es wert ist. 480. Da sagst du nicht nein. Mäh. Dann müsste nächste Runde einer sehr glücklich sein mit mir. Ja. Wo, wie, was wollen wir entdecken? Da, nicht den Kompass. Erstmal einen Technologiebaum. Wobei, jetzt machen wir den Dünger. Oh, 15 Runden. Gibt es nicht was, was irgendwie wichtiger wäre? Bank für noch mehr Geld. Oh, wir haben schon 46. Oh, nicht mehr lange, dann kommt ein goldenes Zeitalter. Dann kann uns keiner mehr was. Tempel. Kornspeicher. Kornspeicher. 49 Runden bis zum nächsten Wachstumsschritt. Dann lieber eine Universität. Die dauert nur 9 Runden. Und hier dauert sie nur 8 Runden. Nächste Runde. In der Blauzahn wieder nicht angreift. Da haben wir echt eine sehr, sehr gute Zitadelle gebaut, muss ich sagen. Wir können noch eine zweite davor bauen. Oder zwei davor. Und dann einfach ein paar Militäreinheiten hinstellen. Dann ist er machtlos. Da kann er uns gar nichts mehr. Narnian. Hört sich ein bisschen an wie Narnia. Ja, wie sieht's aus bei dir mit offenen Grenzen? Ihr benötigt eine Botschaft. Warum haben wir keine Botschaft? Annehmen. Das wird vielleicht auch unsere Beziehung ein bisschen auflockern. 105 und Pferde. Ohne Pferde. 150. Ja. Einfach nur, um noch irgendwie Naturwunder zu entdecken. Dieser dauerhafte eine Zufriedenheitspunkt wäre es mir dann schon wert. Kanone 140 können wir uns jetzt leider nicht leisten, deswegen Fortify einfach. Und mach die nächste Runde klar. Salz. Das haben wir euch damals geschenkt, das muss nicht sein. Wie wäre es denn gegen Seite? Salz und 4 Eisen. Ich gebe dir 2 Eisen, da wir jetzt eh nicht mehr so viel brauchen und verzichte auf dein Gold. 2 habe ich gesagt. Okay, ich gebe dir auch 3. Ich habe nur 2. Und ein bisschen Gold. Und ein bisschen mehr Gold. Der handelt aber auch, ey. 4 Eisen, ich habe doch gar keine 4 Eisen. Nun gut. Ach, ich brauche eigentlich gar kein Eisen mehr, ne? Bestimmt brauche ich jetzt Eisen für... Bestimmt brauche ich jetzt Eisen für... Oh, komm, Sippbogenschütze. Für Kanonen. Schauen wir mal. Ich glaube ja nicht. Man müsste es eigentlich glauben, dass man für Kanonen Eisen bräuchte. Ist aber gar nicht so. 4 Kultur. Schön. Sind wir wieder einen Trippelschritt näher an der nächsten Sozialpolitik. Gegner in der Nähe. Oh, wir werden Rio wahrscheinlich glücklich machen, wenn wir hier das Barbarenlager zerstören. Was geht hier? Erwehrt ihr euch gegen die dänischen Aggressionen? Nee, minus 12. Das hat weh.
Wir gehen trotzdem ins Barbarenlager. Hoffen, dass wir das überleben, dann den Angriff. Oder, ja, wir können ja zurück. Haha, dann lass einfach die hier ins Leere schießen. Gut, Produktion wählen. Burg. Ja, warum eigentlich nicht? Die führt, die bringt doch Kultur irgendwann, oder nicht? Und mit der Ehre-Politikzweig müssen wir dann auch irgendwie noch Zufriedenheit bekommen. Wir verlieren Kontrolle über Antwerpen. Hm, haben wir da, nächste Runde haben wir das Geld. Yeah, goldenes Zeitalter. Das wieder zu ändern. Dann heil doch erstmal, bevor du weiter vorbei. Guck mal, hier können ja zum Beispiel keine Barbaren sein. Dann erforsch doch mal weiter. Aber ganz vorsichtig. Schmiede, Waffenkammer, Burg, Burg. Nächste Runde. Gegner. Zivilist, was du enig Belang soll in Buschene. Wer belangt in den Buschene? Forschungsabkommen, ja. Ein Zivilist oder welcher Zivilist? Wieso war da ein Bauarbeiter? Naja, du kannst ja angreifen. Und, du auch? Ist das ein Trick? Wollen die nur das... Haha! Hab ich's doch geahnt. Wobei, lassen wir es drauf ankommen. Provozieren wir ihn? Nein. Da ist, mir ist doch egal, ob der da Bauarbeiter hat oder nicht. Okay. Läuft doch. Was auch läuft, ist die Zeit. Nehme ich davon. Und, aha, es war ein Trick. Aber müssten wir überleben. Ich wüsste nicht, wie er das jetzt in einer Runde schaffen wollen sollte. Ja. Und überlebt. Und unseren Bauarbeiter geschnappt. Zurückgeschnappt, besser gesagt. Das Bankwesen, sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen für heute, verabschiede mich von euch und freue mich darauf, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuschauen, bis dann. Ciao.